Die Gänschen folgen dem menschlichen Ersatzobjekt mit gleichem Eifer, aber in einem größeren Abstand. Erst wenn man sich kleiner macht, schließen sie genauso dicht auf wie bei der Gänsemutter. Besonders deutlich wird es beim Schwimmen. Sobald ich weit eingetaucht schwimme, den Kopf nur wenig über dem Wasser, drängen sich die Gänschen ganz dicht an mich heran und versuchen sogar, auf mich hinaufzuklettern. Ich habe auf diese Weise einige Sommer lang als Gans unter Gänsen gelebt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Also das war der nunmehr alte Konrad Lorenz als junger Konrad Lorenz. Und über sein Lebenswerk wollen wir heute anlässlich seines 85. Geburtstages in einem sehr qualifizierten Kreis seiner Schüler, wir haben gesagt, Jünger sagt man besser nicht, das hat er nicht gerne, seiner Schüler sprechen, die nun selbst schon hoch arriviert sind. Ich stelle sie Ihnen gleich vor. Wir begrüßen im Studio Professor Ireneus Eibel-Eibesfeld vom Max-Planck-Institut, Professor Antal Festetic von der Universität Göttingen, Professor Dr. Bert Lötsch von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Professor Dr. Rupert Riedl von der Universität Wien. Ich glaube, die Herren sind Ihnen ja in gewisser Weise jedenfalls schon bekannt, auch als Angehörige dieses engen Kreises, der zu Konrad Lorenz gehört. Wir haben uns nicht viel ausgemacht. Jedenfalls soll es nicht nur eine Laudatio zu viert oder fünft sein. Wir wollen ernsthaft über Lebenswerk und Konsequenzen reden. Und ein gedanklicher Faden läuft hier durch, der auch durch die Biografie von Konrad Lorenz in dieser Richtung läuft, nämlich Verhaltensforschung, also das eigentliche Verdienst und wofür der Nobelpreis verliehen wurde, die evolutionäre Erkenntnistheorie und ich würde sagen die biologische Moral, in der sehr vieles, was man heute grün nennt, drinnen steckt, aber die eigentlich noch weiter geht als all das. Ja, und darüber wollen wir jetzt anfangen. Wer ist denn der älteste Schüler, der beginnen sollte? Schaue ich Sie richtig an? Nein, gehe ich. Naja, von wenn man Arbeitsalter her. Arbeitsalter sicher, würde ich sagen, nicht? Denn ich habe Lorenz 1948 kennengelernt und seine Schriften schon ein bisschen früher. Denn aus der Bibliothek von Antonius habe ich über seine Tochter eine Reihe von Arbeiten bekommen, den Kumpan, die angeborenen Formen möglicher Erfahrung und noch einiges andere mehr, auch die domestikationsbedingten Verfallserscheinungen bei Tier und Mensch. Und das hat mich sehr angeregt. Und wenn ich fair und bin, muss ich auch erwähnen, dass mich eigentlich Herr König, denn ich war damals am Wilhelminenberg, zum ersten Mal mit der Arbeit von Lorenz vertraut gemacht hat. Denn er hat sich auch als Schüler von Lorenz damals bezeichnet. Hat der Otto König den Konrad schon vor dem Krieg gekannt? Ich nehme wohl an, ja. Denn durch seine ornithologischen Arbeiten am Neusiedlersee hatte er, soweit ich mich erinnern kann, Kontakt. Und er war auf jeden Fall der, der mir das Werk von Lorenz nahegelegt hat. Er hat mir auch noch eins beigebracht, was mir nachher Lorenz immer wieder eingetrichtert hat und was sehr wertvoll war. Er hat mir zum Beispiel in das Buch, das er mir, er sprach mit den Fiedenvögeln und den Fischen, da hat er mir Skizzen von meinen Tieren gemacht, also von Eichhörnchen, vom Frosch und von allen möglichen Sachen. Und dann hat er zugeschrieben, mögest du nie diese Viecher so über diese Viecher so schreiben, wie dein Lehrer sie hier zeichnet, nämlich aus dem Gedächtnis. Das heißt, die Anregung, alles wirklich im Protokoll festzuhalten, jede Beobachtung niederzuzeichnen, das ist so wichtig, weil aus der Erinnerung, da verfälscht sich viel. Und es kommt noch eins dazu, wenn man aufschreibt, denkt man auch darüber nach, man kommt drauf, man hat die Bewegung oder den Ablauf doch nicht ganz richtig gesehen, da sind Fragen offen, man schaut noch einmal hin, man beobachtet weiter. Wir speisen ja unser Zentralnervensystem unentwegt mit Daten. Wenn diese sauber sind und unser Hirn ist so gebaut, dass es ja typologisch ist, dass es regelmäßig wiederkehrendes, sich merkt und so gewissermaßen typologisch herausgreift, was das Gesetzmäßige, das Regelmäßige und dergleichen mehr.
Und wenn man das Hirn unsauber speist, saubere Daten sind dann eine Voraussetzung für sauberes Denken. Aber da haben Sie doch etwas gesagt, das zweifellos der Verhaltensforschung im Kern nicht widerspricht, aber das doch nicht ganz Ihre Hauptabsicht betrifft. Denn dass das Hirn gespeist wird und dass es richtig gespeist werden soll, ist kein Zweifel. Aber ich glaube, das große Verdienst der Verhaltensforschung war doch eigentlich die Entdeckung oder die Klarstellung, dass das Wesentlichere im Gehirn bei Tier und Mensch im Hirn vorhanden ist, die Erwartung der Welt. Was man ja vorher eigentlich nicht gewusst hat, es war dieser seltsame und sinnlose Streit, ob denn der Mensch quasi ein leerer Kübel sei, wie Karl Popper sagt, in dem man alles hineinschüttet, oder ob er die ganze Welt schon mitbringt, was natürlich auch wieder nicht stimmt, denn er bringt die Erwartung der ganzen Welt mit. Das ist doch eigentlich der Kern, und der war schon längst geleistet, also etwa um diese Zeit, das waren ja die 30er Jahre, in denen Konrad Lorenz... Ja, aus welcher Zeit ist der Begriff der angeborenen Lehrmeister? Der angeborene Lehrmeister ist viel später gekommen, aber gewusst hat es Lorenz schon früher. Denn er hat ja schon Lerndispositionen, wir haben ja eine kennengelernt jetzt im Film, die Prägung, die hat er ja sehr früh entdeckt, im Kumpan spricht er schon von der Prägung. Und ich meine, die weiteren Konzepte, Erbkoordination und so weiter, all das ist vor dem, also in den 30er Jahren dann entstanden. Angeborene Lehrmeister? Angeborene Lehrmeister sind... im philosophischen Sinne synthetische Sätze a priori. Ui, das wird uns zu weit führen. Das heißt, ein Urteil, das über die Welt im Voraus gefällt werden kann. Es tritt irgendein Bild auf, es tritt eine Situation auf und eine Problemlösung bietet sich sofort an. Und ich bin froh, dass du auf diesen Gegenstand zugreifst, weil es ist so charakteristisch für diese Konrad-Lorenz'sche Art zu denken und niederzuschreiben, dass sich gerade bei diesen angeborenen Lehrmeistern zeigt, dass das ein ungeheuer genialer und tiefführender Gedanken ist, der vielleicht sogar, und da magst du mich belehren, heute erst bemerkt wird, wie tief die Sache eigentlich geht und intuitiv damals nur geahnt worden ist, was dahinter steckt. Man muss das vielleicht ein bisschen erklären. Angeboren, aber Lehrmeister. Das heißt, die Möglichkeit, etwas zu profitieren, ist da, der Lehrmeister ist da, aber er muss gefragt werden, um etwas zu lehren. Es muss die Situation auftreten. Ich muss in eine Situation kommen, wo ich den Lehrmeister befrage. Und das beginnt, wie wir heute wissen, damals noch gar nicht gewusst haben, bei sehr einfachen Mechanismen, die schon in der Retina da sind. Zum Beispiel die Randverschärfung. Wir wissen von Kätzchen, die man in einem Milieu nur mit senkrechten Helligkeitsgrenzen aufzieht, dass die bei horizontalen Helligkeitsgrenzen späterhin den Kopf schief halten, offensichtlich, um die Sache wieder scharf zu sehen. Das heißt, die Aufgabe muss gestellt sein, der Lehrmeister muss gefragt werden, um lehren zu können. Und das geht von so einfachen, relativ einfachen physiologischen Verkoppelungen bis tief hinein in viel komplexere Bedingungen. Wie etwa die Sprache, ne? Wie zum Beispiel, ja. Und alle diese großen Würfe im Lebenswerk von Konrad Lorenz sind ja eigentlich schon vor dem Krieg publiziert worden. Die Synthese, der Ausbau der Theorie, das Feilen an den Definitionen folgten nach dem Krieg. Aber wenn man die wichtigsten Begriffe versucht herauszuschälen, waren die alle schon da. Bis zum Krieg. Und ich glaube sogar hereingestopft in diese berühmte Arbeit Angeborene Formen möglicher Erfahrung, das eine umfangreiche Arbeit ist, wo man sieht, dass er sehr schnell geschrieben hat, in der Vorahnung, jetzt ist Krieg, ich ziehe an die Front, ich muss einmal da alles hereinstopfen. Es war ein bisschen ungeordnet, aber nicht minder genial als die anderen. Noch ein letztes Wort zu den angeborenen Lehrmeistern oder zu dem angeborenen Lehrmeister im Kopf. Der hat natürlich auch gelernt, und zwar in den 3,5 Milliarden Jahren der Evolution. Ja. Die waren seine Schule. Ja. Und was die vorhandenen Voraussetzungen im Hirn gelernt haben, das lehren sie uns, wenn wir sie fragen, im realen Leben. Ja.
Also ja. Es ist ein doppelter Lernvorgang. Ein doppelter Lernvorgang. Das eines der Schlüsselworte ist Prägung, auch das, was den Menschen am eindeutigsten zu Bewusstsein kommt. Ehe ich Sie bitte, sich an meinem Gespräch zu beteiligen, darf ich eine Minute noch einen Film abrufen, den Sie, Herr Professor Lötzsch, gestaltet haben, der sich in zwei Teilen mit der Jugend des Konrad Lorenz befasst und wo gerade so eine Szene zu sehen ist. Bitte Sie dann gleich zu kommentieren. Schon im Ei der Ruf nach der Mutter, das Piepsen des Verlassenseins. Dem Quaklaut des Buben antwortet sofort zufriedenes Grüßen. Nach der schweren Geburt erschöpft. Wie eine Wöchnerin, die sich selbst zur Welt gebracht hat. Kinder brauchen keine Worte, um einander zu verstehen. Als Konrad das erste Mal Entenmutter spielend vor dem Küken herrobte, folgte dem Piepser wie an einem unsichtbaren Faden. Heute wissen wir, die Nachlaufprägung war vollzogen, zwingend. Kaum mehr löschbar. Gleichzeitig geschah etwas ebenso Unerwartetes. Das Menschenkind wurde auf Entenvögel geprägt. Unauslöschlich. Bis ins hohe Alter. Eine wechselweise Prägung, also eine reizende Idee. Wie ist denn der Film eigentlich zustande gekommen, so ganz in der Kürze? Doppelter Film, nicht? Altenberg ist heute fast so wie im Jahre 1903 oder 1908. Und es ist einfach das Werden eines Nobelpreisträgers von frühester Kindheit verfolgbar. Man bedenke, Lorenz hält seine Nobelpreisrede vor dem schwedischen Hofstaat und der wissenschaftlichen Welt und findet es der Mühe wert, in seine Kindertage zurückzuleuchten. Ich glaube ja, dass diese frühe Berufung es rechtfertigt zu sagen, so wie die Musik ihre Wunderkinder hat, einen Mozart, der mit 4 Jahren reizend Menuette spielte und mit 5, 6 Jahren schon kleine Stücke schrieb, so hat auch die Biologie ihre Wunderkinder. Lorenz, der mit 5 Jahren die Prägung entdeckte, das heißt, er entdeckte, dass dieses kleine Wesen fortab ihm, dem aufrechten Zweibeiner, bedingungslos folgt, hat überhaupt kein Privatleben mehr gehabt, sogar aufs Klo hat es ihn verfolgt, das sieht man ja dann in dem Film ganz deutlich. Und seine Frau, die Gretel, die 4 Jahre älter war, die hat auch ein Entenküken haben müssen, aber sie bekam es einen Tag später und das war wesentlich weniger an den Menschen gebunden, sodass er damals schon intuitiv erfasst hat, dass es da offenbar eine plastische, prägbare Periode ganz knapp nach dem Schlüpfen gibt. Und wenn die versäumt wird, dann wird es nie mehr ganz so sozialisiert. Und dieses Prägungsphänomen in früher Kindheit war deshalb so wichtig, weil ja Kinder die nonverbale Verständigung noch sehr viel besser beherrschen. Sie sind der Zeit nahe, als sie darauf angewiesen waren, nur die Körpersprache ihrer Mitmenschen zu lesen. Und daher können Kinder in die Seele des Tieres in einer Weise eintauchen, wie das offenbar dem Erwachsenen verborgen ist. Und für ihn war das eigentlich die Grundlage für jene vertraute Kumpanei mit Tieren, die ihm dann ermöglichte, wirklich ein Familienmitglied seiner Gänse und Entenvögel zu werden. Ich halte das deshalb für so ganz besonders glückhaft. Er hat nämlich Vögel erwischt, die zwar familiäre Reaktionen auf den Menschen bringen, die ihn zum Beispiel als Elternobjekt akzeptieren, aber später ganz normal heiraten.
Die Enten verpaaren sich nachher normal, die Gänse verpaaren sich normal und bleiben ihm vertraut. Er wird dann sozusagen der Ehrenonkel. Und hätte er dasselbe Experiment mit Papageien oder sogar einem Vogelstrauß gemacht, dann hätte der wahrscheinlich ab einem gewissen Alter versucht, Menschen zu kopulieren. Und das ist eben das Glück, dass das Viecher sind, die nicht menschenpervers werden. Ja, das fragt man sich ja, warum eigentlich diese Hauptexperimente in Bezug auch auf die Erkenntnisse, die den Menschen betreffen, mit Vögeln, mit Enten, ja, speziell die Gans. Warum nicht mit Affen, also mit möglichst hochstehenden Tieren? Weil diese Systeme, ja. Primaten eigentlich viel zu kompliziert sind. Zunächst einmal diese basalen Wahrheiten oder wissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten herauszufinden. Es ist zum einen die Graugans eine ganz hochsozial organisierte Vogelart. Auf der anderen Seite streng analog, vieles übertragbar auf den Menschen. Auf der anderen Seite doch nicht ein so ungeheuer kompliziertes System wie Schimpansen. Jane Goodall beklagt sich ja um die Kompliziertheit, obwohl sie ja sehr viel. Also so etwa wie man die Genetik insbesondere an der Fruchtfliege und die Neurologie insbesondere am großen Nerv des Tintenfisches studiert hat. Also relativ weit weg, vom Menschen. Eben, die Graugans legt den Anthropomorphismus, die Vermenschlichung von Haltungen nicht so nahe. Und zeigt wie ein das prinzipiell, ne? Ja. Richtig. Mhm. Und es ist ja vieles analog, aber manches auch homolog, das soll man nicht leugnen. Die Gefahr ist nur, die war immer schon, dass die Verhaltensforschung in der Küchensprache die Gänsefüßchen weglässt. Und es sind nicht die Verhaltensforscher, die diese Gefahr aufbeschwören, sondern die Sekundärliteraten, die dann die so verführerischen Sätze noch einfacher, noch pointierter bringen. Und dann kommt der Vorwurf, Lorenz und seine Schüler behaupten, der Mensch ist ja nichts anderes als nur eine Graugans. Reduktionismus. Nicht. Reduktionismus. Und ich muss noch eines sagen, dass viele sehr verehrte Kollegen von den geisteswissenschaftlichen Fakultäten einfach nicht gelernt haben, den Unterschied zwischen Analogie und Homologie. Das haben Sie geschwind. Und Homologie ist nun mal die Verwandtschaft. Die echte Verwandtschaft. Und Analogie ist eine äußere Ähnlichkeit, die auf unterschiedlichen Wurzeln beruht. Aber eine Homologie ist eben Abstammungsähnlichkeit und Analogie ist Ähnlichkeit, die durch ähnliche Selektionsbedingungen erzwungen wird. Wenn man denkt, wie oft das Auge erfunden wurde. Das ist ja also, eben. Und, aber gerade da, gerade die Analogieforschung, und das wird oft übersehen, zeigt ja Gesetzmäßigkeiten auf, die nicht nur für eine Verwandtschaftsgruppe gelten, sondern allgemeinere Geltung haben. Daher ist die Graugansforschung so bedeutend geworden. Und ich möchte noch eins sagen, gerade weil wir bei der Prägung waren, die Konzepte der Ethologie, wie sie von Lorenz entwickelt wurden, wurden ja heute bis in die neuronale Ebene, also bis in die Ebene der Nervenzellen hin, untersucht. Nur ein Beispiel, gerade bei der Prägung kam vor ein paar Jahren eine Arbeit von Scheich heraus, der hat untersucht, was geht eigentlich im Hirn vor, wieso ist das so irreversibel. Und er hat Hühnerküken auf reine Töne geprägt, diese Nachfolgereaktion, die Sie eben im Film gesehen haben. Und er hat vorher bei Küken, die nicht geprägt waren, untersucht, wie schauen denn da die Hörreize verarbeiteten Nervenzellen aus und gefunden, die haben sehr viele zuführende Bahnen und auf diesen zuführenden Bahnen sehr viele vorbereitete Verbindungen mit anderen Nervenzellen, Synapsen, die gewissermaßen die Lauschstellen der Nervenzelle sind. Nach der Prägung auf einen reinen Ton stellt man fest, dass die meisten dieser Lauschstellen eingeschmolzen wurden. Die Nervenzelle ist nur mehr auf den Empfang eines bestimmten Signals, und zwar irreversibel oder sehr therapieresistent, eingestellt und oder geeicht. Letztlich wird man die Spuren in der Genetik dann auch noch finden, nicht? Das nicht, denn das müsste ja genetisch irgendwo eine Vorprägung haben. Die Prägbarkeit ist eine jener Lerndispositionen. Ja. Das ist vielleicht bei der Besprechung des Lehrmeisters, das ist ja nicht einer, nicht so ganz klar geworden. Es gibt sehr viele verschiedene Lerndispositionen. Lernen wird durch stammesgeschichtliche Anpassungen in bestimmter Weise so kanalisiert,
das Lebewesen, den Menschen inbegriffen, das lernen, was zum Überleben beiträgt. Und das ist für verschiedene Arten verschieden. Und das kann eben ganz Verschiedenes sein. Die angeboren sind Potenzialitäten, Fähigkeiten. Naja, zum Beispiel bei den Buchfinken sieht es so aus, der musste Gesang lernen. Spielt man ihm aber Tonbänder verschiedener Gesänge vor, dann weiß er angeborenermaßen, was er nachahmen muss, er pickt sich den Buchfinkengesang heraus. Er hat also offenbar im zentralen Nervensystem vorgegeben Sollmuster, gegen die er einkommende Meldungen prüft, das sind Referenzmuster, und er weiß dann was, das Richtige, das nimmt er sich dann als soziales Modell. Beim Buchfinken, der Finkenschlag, der jedem bekannt ist, der im Wienerwald einen Spaziergang gemacht hat, ist ja gerade ein typisches Beispiel dafür, dass etwa zwei Drittel des immer wiederkehrenden und völlig monoton vorgetragenen Finkenschlages angeboren ist. Und das letzte Drittel besteht ja aus dem Dialekt. Wir haben im Wienerwald allein 5 Buchfinkendialekte. Das wird dazugelernt. Und da kann man ja lustigerweise einen Finken, der eine relativ schwache Leistung bringt in der Endphase, noch im ersten Herbst zusammenbringen mit einem guten Sänger, und der lernt dann das Gute dazu und der ist dann auch im Preis höher. Und der Mozart, der darf die ganze Zauberflöte selber schreiben, aber Voraussetzungen dafür hat er ebenso wie der Buchfink. Ja, nur hat der Mozart in der Zauberflöte auch in anderen Stücken sehr oft den Buchfink sogar eingebaut. Ja, aber ich meine, die Zauberflöte ist nicht im Hirn mitgeboren, aber dass er sie schreiben kann, das ist eindeutig da. Das ist eindeutig. Und ich glaube, wir sollten auch sagen, wofür Nobelpreis. Ich kenne jetzt den Wortlaut nicht der Begründung, aber es ist doch offenkundig. Konrad Lorenz hat eben klargestellt, dass man durch die sorgfältige Beobachtung des Verhaltens aus dem Tier und damit natürlich auch aus dem Menschen Feststellungen heraustreffen kann, die man bis dahin geglaubt hat, nur durch Anatomie, durch Physiologie, durch physiologische Untersuchungen zu finden. Und jetzt nachträglich kommt die Bestätigung, dass diese Verhaltensweisen letztlich sogar physiologische, ja sogar genetische Voraussetzungen haben. Also in der Dankrede ist sehr wichtig, dass wir daran erinnern, woraus, aus welcher Grund Beobachtung oder Grundentdeckung eigentlich diese Verhaltenslehre Lorenz eigentlich zustande gekommen ist und sich abgehoben hat von der alten Instinktlehre und abgrenzen konnte gegen den sehr vereinfachten Behaviorismus amerikanischer Prägung. Konrad erzählt immer wieder und hat sein Lehrbuch zum Beispiel, hat ein sehr großes einführendes Kapitel über die Methode zugefügt, indem er daran erinnert, und das soll man wissen, und ich als Anatom, mir ist das besonders lieb, dass das so ist, er hat als Assistent an der Anatomie bei Hofstetter das Homologisieren gelernt. Also das, was wir vorhin angesprochen haben, die Wesensähnlichkeiten von den Analogien zu sortieren, über welchen Weg man die Fossilien zu einem Stammbaum der Organismen geordnet hat. Und hat dabei entdeckt, dass man Verhaltensweisen in der gleichen Weise homologisieren kann. Man kann also Wesensähnlichkeiten bei Verhaltensweisen auffinden und daraus etwas wie einen Stammbaum, aus den rezenten Formen natürlich, so etwas wie einen Stammbaum Verwandtschaftsverhältnisse von Verhaltensweisen erforschen. Und das ist neben anderen Dingen, aber nach Konrads Darstellung, und ich glaube, das ist sehr einleuchtend, dass das ein entscheidender methodischer Zugang war, vergleichende Anatomie am Gebiet des Verhaltens von Organismen zu betreiben. Er hat die formkonstanten Bewegungen entdeckt, die man später dann, oder in der Arbeit mit Tinbergen, glaube ich, zusammen spricht er dann von Erbkoordinationen. Das ist das eine. Er hat dann weiter gezeigt, dass es stammesgeschichtliche Anpassungen nicht nur in der Motorik gibt, sondern dass es dann auch im Wahrnehmungsapparat stammesgeschichtliche Anpassungen gibt. Unsere Sinnesorgane sind auf die Wahrnehmung bestimmter Umweltdaten geeicht und so geschaltet, dass beim Eintreffen bestimmter Reize nachher bestimmte Reaktionen ausgelöst werden. Er hat dann gezeigt, dass es soziale Signale gibt, die sogenannten Auslöser. Die hat er dann im Vergleich bei den Entenvögeln studiert, wo er schön zeigen konnte, dass Bewegungsweisen, die als Signale dienen, ihre interessante Abwandlung zeigen. Man kann sie aber schön homologisieren. Und dann hat er noch gezeigt, dass es eben Lerndispositionen gibt, die Prägung.
Und schließlich, dass die Bewegungsweisen ihre Spontaneität haben, dass das alte Stimulus-Response, also Reizreaktionsmuster des Behaviorismus, sich nicht aufrechterhalten lässt. Das ist also kurz, wirklich ganz kondensiert. Und ich glaube, das war gerade in der Zeit, man darf nicht vergessen, dass damals der Behaviorismus sehr, sehr stark war. Richtig war, ja. Und man glaubte in den Reizreaktionen. Mensch ohne Innenseite, nicht? Sozusagen. Ja, das war der Behaviorismus, ja, der geglaubt hat, im konditionierten Reflex hätten sie, das war ja eine wichtige Entdeckung, dafür hat ja auch Pavlov den Nobelpreis bekommen, aber danach kein einziger Behaviorist wieder einer. Einen, während mittlerweile 6 zur Ethologengruppe gehörende Leute, Lorenz, eben Hubel, wie dann Sperry und so weiter, eine ganze Reihe von Leuten mittlerweile den Nobelpreis bekommen haben. Wobei auf die Frage, die, warum er es bekommen hat, das ist ja interessant. Naja, weil das Wissen um die stammesgeschichtlichen Anpassungen, um die Existenz von Vorprogrammierungen, und die genaue Definition, dass es Instinkte gibt, das war so fast ein mystisches Konzept, das wusste man schon früher. Man hat diese Begriffe nur sehr unsauber geklärt. Hier muss ich noch eins ergänzen. Du hast gesagt, vor dem Krieg waren alle Konzepte fertig. Nein, ein ganz entscheidendes Konzept, das des Angeborenen, hat er 1961 in der Arbeit Adaptive Modifikation und stammesgeschichtliche Anpassung und adaptive Modifikation des Verhaltens. Das war, na sicher, hier aber das ein, war sein vorletztes, letztes, drittletztes Buch, ganz hervorragend, eben herausgekommen, wieder die ganz betreffend. Ja. Aber immer neu formuliert, immer dazu. Aber da hat er auf eine Kritik von Lehrmann hin, hat er damals den Begriff des Angeborenen als stammesgeschichtlich angepasst, positiv definiert. Ich muss ein bisschen an unser weiterführendes Teilthema denken. Also Ergebnis dieses Durchgangs, er hat in das Gehirn von Lebewesen und damit auch des Menschen geblickt zu einer Zeit, wo dieser Blick anatomisch, physiologisch noch weitgehend verschlossen war, vielleicht sogar einen Blick bis ins Gen getan. Und er hat sich aber dann in der Folge mit dem Gehirn als Produkt der Evolution und als Institution, die wieder unsere Weltbilder schafft, sich aufs Intensivste auseinandergesetzt und hat nicht als erster, wie wir jetzt historisch wissen, aber wieder die evolutionäre Erkenntnistheorie entdeckt, die mehrfach entdeckt oder entwickelt worden ist. Ja, ich glaube, da bist du angesprochen, nicht? Als einer, der sie auch mehr oder weniger selbstständig... Es ist interessant, dass diese Sache von Wienern etwa 4-mal unabhängig voneinander entdeckt worden ist. Und das ist ein Gegenstand, der uns immer wieder interessiert hat. Konrad sagt, es ist so, wie wenn ein Pilzmyzel unterhalb einer Stadt entstünde, dass da und dort, ich sage, ein Schwammerl heraustreibt. Konrad Lorenz kann sich leisten zu sagen, ein früchtetragendes Haupt. Aber unter all diesen Versuchen ist natürlich die Lorenzsche Arbeit und Lorenz der entscheidende Durchbruch gelungen. Man muss sich erinnern, dass Kant, und war so herausgefordert, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, schrieb damals seine Arbeit mit dem Titel Die kantischen A priori im Lichte zeitgenössischer biologischer Forschung. Gegenwärtiger Biologie, danke vielmals. Und es zeigte sich, dass die Biologie noch lange nicht so gegenwärtig war wie der Konrad Lorenz, denn kein Mensch hat sich um diese Arbeit gekümmert und selbst seine Assistenten, wie Konrad erzählt, haben sich über ihn lustig gemacht. Und er hat diese Arbeit dann in der Gefangenschaft ausgearbeitet und versucht weiter auszuführen, hat sie niedergeschrieben auf gebügeltem Sackpapier, hat sogar die Erlaubnis gekriegt, dieses Bündel am Papier wieder nach Westeuropa zu nehmen, ist dann doch verloren gegangen. Er hat uns am Wilhelminenberg noch daraus vorgelesen. Ja, es ist ein Rätsel, wo das dann hingekommen ist. Das Original, aber da war es längst kopiert, nicht? Er hat es bis ja, aber ein Exemplar ist doch vom Kommandanten des Lagers in Erivan nach Moskau gebracht worden. Das heißt, eins müsste ja theoretisch noch in der Sowjetunion bei der Akademie der Wissenschaften liegen. Kurzum, er hat das Exemplar dann nicht mehr gehabt letzten Endes und hat neu formuliert. Und hat ein ganzes Leben, ein ganzes wissenschaftliches Leben
darüber großteils verstreichen lassen, weil er Sorge gehabt hat, sich in diese Materie einzulassen. Und publizierte dann dieses entscheidende Werk, Die Rückseite des Spiegels. Ich habe eine sehr merkwürdige Weise zu erleben gehabt, mit dem Band in Kontakt zu kommen. Ich kannte Lorenz als einen meiner frühen Lehrer. Mich hat auch Lorenz ungemein interessiert damals, er war zweifellos der lebendigste. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung gehabt, was das für eine Kapazität ist, die wir da vor uns haben. Wenige haben das vielleicht verstanden. Aber er war ein lebendiger, interessanter Mann und wir waren gern bei ihm draußen in der Aue und sind schwimmen gegangen mit ihm. Und bei einer solchen Gelegenheit hat er mich zur Seite genommen und gesagt, mein Lieber, für einen Verhaltensforscher bist du nicht faul genug. Und das war sicher richtig gesagt, denn ich habe immer große Pläne gehabt und alles musste sofort sein. Und bei einem Verhaltensforscher ist also verlangt, dass man wirklich zwei Tage vor einem Gansl sitzt, auch wenn es nichts zeigt und bereit ist, noch einen dritten Tag dabei und so weiter. Ich habe also Lorenz aus dem Auge verloren. Er ging nach Deutschland, ich ging in die USA und schrieb dort ein Buch, Die Ordnung des lebendigen Systemtheorie der Evolution. Ich darf das kurz erzählen, damit ich zeige, über welchen merkwürdigen Weise man zu seinem alten Lehrer wieder zurückkehrt. Und da habe ich Ordnungsgesetze gedacht, in der Natur zu entdecken und habe das meinem Freund Hassenstein erzählt, auch aus dem Lorenz-Kreis eine Persönlichkeit. Und er sagte mir, mein Lieber, was du da an Ordnungsmuster in der Natur entdeckst, sind vielleicht deine Denkmuster, die du in die Natur projizierst, weil du ohne deine Denkmuster Natur nicht denken könntest. Na, da wäre ich schön da gestanden. Das wäre meine ganze Theorie, wäre reine Projektion gewesen. Und nachdem die Theorie aber so viele schöne Sachen gelöst hat, wollte ich sie nicht aufgeben und habe mich erst begonnen, mit Denkmustern zu beschäftigen. Das macht man in unserer Branche üblicherweise nicht. In einem Lehrbuch der Zoologie oder Botanik findet man üblicherweise keine erkenntnistheoretischen Präambeln, sondern man lernt der Technik und geht dann im Mainstream, läuft alles, so kriegt man sein Ordinariat und viel bequemer als alles andere. Ich habe also Gelegenheit gehabt, mich mit Denkmustern auseinanderzusetzen. Und das hast du nicht gesehen. Erweisen sich unsere Denkmuster ebenso komplex und spiegelbildlich wie die Ordnungsmuster in der Natur. Also konnte der Zufall nicht als Erklärung in Betracht kommen. Es musste das Ältere, sagt man sich als Naturwissenschaftler, Ursache des Jüngeren sein. Muss dann die Naturmuster Ursache der Denkmuster sein. Und dann ist der Schritt für einen Biologen nicht mehr groß. Man sagt sich, das ist ein Anpassungsergebnis. Ja. Und da war meine Arbeit aber schon im Umbruch. Ich entdeckte Konrad Lorenz, da erschien Konrad Lorenz Rückseite des Spiegels und da sagt der große Meister genau dasselbe. Und für den bibliografisch Interessierten findet man jubilante Erklärungen, das sagt schon Lorenz, nur mein Fußnoten. Und so kam ich zu Lorenz. Und alle wussten nicht, dass der Boltzmann um die Jahrhundertwende schon dasselbe gesagt hat. Genau, da gibt es diese liebe Geschichte. Max Planck, ein ähnlicher, der berühmte Brief, auch Marker, auf den Konrad so stolz war, nicht, wo er gesagt hat, lieber junge Kollege, es freut mich, dass wir von zwei unterschiedlichen Positionen mehr oder minder zum gleichen Ergebnis gekommen sind. Ein Brief, den Max Planck geschrieben hat, also diese Arbeit, diese klassische Arbeit, die ja mit der Wasserspitzmaus am Neusiedlersee beginnt und bei der Erkenntnistheorie. Ja, aber er fast ein halbes Jahrhundert verschüttet, eigentlich der Gedanken. Konrad hat es gelassen und es war wahrscheinlich weise, es zu lassen. Und jetzt passt das plötzlich in die Zeit. Und Konrad meint, dass es zu seinen bedeutendsten Leistungen zählt. Und die Leute reden ja heute von einer kopernikanischen Wende. Das haben nicht wir erfunden, Gott sei Dank, sondern unsere bundesdeutschen Kollegen, Herr Vollmer und Herr Dietfurt. Und so falsch ist die Sache nicht. Es ist eine kopernikanische Wende, diese Theorie. Wenn man erinnert, was kopernikanische Wenden sind, zuerst stellt Kopernikus den Menschen aus dem Zentrum des Kosmos an den Rand, dann stellt Darwin den Menschen ins Tierreich, wurde auch noch akzeptiert von der Kirche, Enzyklika Humani Generis. Aber Sigmund Freud dazu nehmen. Aber der Geist blieb noch eingehaucht. Dabei Freud sollte man vielleicht doch nicht vergessen, auch das Aggressionsbuch. Kurz erwähnen, was Freud richtig gesehen, falsch gedeutet hat, hat Lorenz richtig gedeutet. Ja. Ich würde jetzt schon im Vergleich mit Freud über mehrere Stufen den Menschen aus der Mitte zu nehmen. Ja. Ja, aber ich glaube, Herr Ried, du solltest noch fortsetzen. Ja, die dritte Geschichte, das Anteil zu temperamentvoll, den müssen wir, nein, nicht einbremsen. Ja.
Und die dritte Phase ist eben jene, dass man sich jetzt also tatsächlich ernsthaft mit den Vorbedingungen menschlicher Vernunft auseinandersetzen kann. Und das ist eine wirkliche, zweifellos eine Wende. Und für mein Gefühl ist Konrad Lorenz zweifellos in eine Reihe mit Charles Darwin und Galilei oder Kepler, Kopernikus zu stellen. Das spürt man heute noch nicht. Die Philosophen sind ungeheuer aufgeregt, dass man ihnen ihr Lieblingskind vielleicht entziehen wird. Aber das ist eine Zeiterscheinung und eher unbedeutend. Man entzieht es ja nicht, wenn man den Leuten klar macht, dass unser Denken, unsere Kategorien der Wahrnehmung eben Hypothesen über diese Welt sind, die sich in der Selektion bewährt haben. Das lehrt doch nur, dass es nicht nur Hirngespinste sind, sie passen ganz gut auf diese Welt. Und wo sie Hirngespinste sind, können wir sie als solche entlarven. Immerhin kann man ja sagen, dass wir unsere Welt so gut abbilden, dass wir Sonden zum Jupiter schicken können. Genau. Und wenn man fragt, ja, warum ist das? Da hat schon Ernst Mayr einmal, glaube ich, gesagt, der Affe, der sich von dem Ast, auf den er springen wollte, keine richtige Vorstellung macht, gehört nicht zu unserer Ahnenreihe. Also, ist ein toter Affe und sieht ein toter Affe. Von Goethe vorweggenommen, wer nicht das Auge sonnenhaft die Sonne könnte. Sicher. Zum toten Affen würde ich ganz gerne noch was sagen. Es steht ja meines Wissens über dem Affenhaus in Frankfurt der Satz von Lorenz, das langgesuchte Bindeglied zwischen dem Tier und dem wahrhaft humanen Menschen, das sind wir. Und ich halte Konrad ja, Lorenz, das ist ein klassischer Ausspruch von Konrad Lorenz. Ich halte ja die praktische Seite der evolutionären Erkenntnistheorie für die Überlebenstheorie schlechthin, weil wir einfach unsere Einsichtsgrenzen bespiegeln lernen. Ich meine, die Evolution hat uns zum Beispiel mit der Fähigkeit zur Liebe, zur Freundschaft ausgestattet, hat uns ermöglicht, gegenüber einem Artgenossen, der uns flehend anschaut, Nachsicht zu üben. Aber sie hat in uns offenbar keine Tötungshemmung eingebaut gegenüber Mutter Erde und Bruder Baum. Jede Unterwerfung der Natur war für einen Steinzeitjäger ein Auslesevorteil. Und in unbelehrbarer Weise, lernen wir diese Schonung der Natur bisher nicht. Ja, damit sind wir bei der biologischen Moral, wenn man so will, die ja hergeleitet ist aus der evolutionären Erkenntnistheorie. Und das ist ja eigentlich das, was Konrad Lorenz auch chronologisch dann doch als das zuletzt Allerwichtigste in seinem Leben betrachtet. Nämlich die ganzen ethischen Systeme, die wir derzeit in Mitteleuropa eigentlich haben, um darauf aufzubauen, ob das jetzt Seneca, Jesus, Karl Marx, alle diese Systeme regeln eigentlich Zwischenmenschliches. Und keines dieser Systeme enthält wirkliche Schöpfungsethik, eine Du-Beziehung gegenüber der Natur. Und wenn es gelänge, jetzt auf dem Wege über kulturelle Einsicht eine Selbstbegrenzung des Menschen zu erreichen. Wahrscheinlich geht das nur über Tabus, die schon in die Kinderherzen gelegt werden, und sonst funktioniert das gar nicht. Aber die Bildung darf nicht zu spät ansetzen. Es muss wie eine kulturelle Prägung sein, so wie das Brotbewusstsein, ein Lieblingsbeispiel, nicht? Dann wird das wahrscheinlich nicht gelingen. Und mir schiene es ungeheuer wichtig, dass dieses Wissen, dass wir keine angeborene Tötungshemmung gegenüber der Natur haben, genauso wie das Wissen, dass wir keine Hemmung haben, einen Knopf zu drücken. Hiroshima. Leute, die ein kleines, herziges Mädchen mit bloßen Händen nie umbringen könnten, können einen Knopf drücken, der 200.000 Menschen auslöscht. Das ist das Gefährliche an unseren Uralten. Aber ich meine, hier müsste ich eigentlich den Ball an Eibel weiterspielen. Naja, du sprichst das. Ich möchte ein Beispiel geben, das mir enorm einen Eindruck gemacht hat. Ich habe als Student das Gefühl gehabt und als junger Doktor, ich lebe in einer wirklich langweiligen Zeit.
Und da ist Konrad Lorenz, muss aus Deutschland gekommen sein, wieder zu einem Vortrag Adi Max in Wien, Auditorium Maximum in Wien, und sagte unter vielen anderen Geschichten, die Fernwaffe hat unsere angeborenen Tötungshemmungen ausgeschaltet. Und da habe ich plötzlich, hat sich für mich ein Fenster geöffnet in diese Welt. Und ich möchte gern den Sehern noch ein Beispiel geben, damit sie verstehen, wie unsere Gesellschaft unsere zur Erhaltung der Art uns eingebauten, liebenswürdigen, sympathischen Eigenschaften zu pervertieren vermag. Die Bereitschaft der Kreatur, die in uns allen drinnen steckt, Autorität zu akzeptieren, war in der Primatenhorde von lebenserhaltender Bedeutung. Denn man hat die Alpha-Affen sind an die Front geschickt worden, nicht die Weiber und Kinder, die mussten sich dort durchsetzen. Das war lebensgefährlich und es war eine Korrelation zwischen Rang und Risiko. Bis in unserer Gesellschaft zunächst einmal die Leute mit hohem Rang auf die naheliegenden Gedanken gekommen sind, den hohen Rang zur Reduktion ihres Risikos zu verwenden. Und dann, dass die Komplikation unserer Gesellschaft gar nicht mehr zulässt, den zurückzupfeifen. Das heißt, welcher Matrose wäre denn in der Lage, noch seinem Admiral zu sagen, es ist ein Wahnsinn, hier eine Seeschlacht zu liefern? Die Konsequenz daraus ist, diese Gläubigkeit an Autorität führt zum Befehlsnotstand und damit zur Legitimation der Tötung. Es ist also eine Bereitschaft, die in uns gegeben ist, Autorität zuzulassen, pervertiert durch die Komplikation der Gesellschaft, die sich nun gegen das Lebensinteresse des Menschen selber wendet. Das halte ich für die ganz komplexen, wichtigen Dinge, die aus dieser Lorenzschen Lehre herauskommen. Ihr beide habt ein Thema angesprochen, das wichtig ist, nämlich eine Tatsache, dass wir alle unsere verhaltenssteuernden Programme in jener langen Zeit entwickelt haben, in der wir ja als Jäger und Sammler in Kleingruppen und in kleiner Zahl lebten. Daher bestand zunächst kein Selektionsdruck auf Schonung der Natur. Anders als es heute in romantischen Darstellungen oft kolportiert wird, sind Naturvölker, Jäger- und Sammlervölker etwa der Kalahari, durchaus exploitativ, verwischt, ja. Aber sie können keinen Schaden anstellen. Man gebe einem Eskimo ein Gewehr und schon schießt er alles ab und erschöpft seinen eigenen Lebensraum. Das ist die Situation. Wir sind als Kleingruppenwesen in einer, lebten wir als Jäger und Sammler und wir haben uns in den letzten 10.000 Jahren nicht geändert. Das heißt, Menschen mit der Emotionalität eines steinzeitlichen Jäger und Sammlers leiten heute eben als Präsidenten Supermächte oder machen ihre privaten Autorennen auf den Autobahnen. Das alles ist höchst problematisch. Aber ich sehe es auf der anderen Seite durch Anpassungsfähigkeit. Der Mensch lernt doch sehr schnell. Denke daran, dass wir durch Landschaften heute fahren, die seit über 1000 Jahren gepflügt werden, die seit über 1000 Jahren also landwirtschaftlich genutzt werden. Und es sind schöne Kulturlandschaften, die intakt sind, die nicht erodiert sind und so weiter. Erst jetzt mit einer neuen Technik und mit einer neuen Massenvermehrung kommt es wieder zu Problemen. Aber so wie es unsere bäuerlichen Vorfahren in Mitteleuropa gelernt haben, ihr Land pfleglich zu behandeln, so hoffe ich zumindest, dass wir es auch lernen. Wir können uns kulturell anpassen. Voraussetzung ist, das möchte ich noch sagen, dass wir über jene Anpassungen Bescheid wissen, die sich als Stolperstricke erweisen können, weil sie nicht mehr ganz in die heutige Gesellschaft passen. Vieles an unserem Erbe ist durchaus positiv, manches passt nicht mehr ganz hinein. Unter den Todsünden, die Konrad Lorenz anprangert, wir müssen sie ja nicht alle abhandeln, sind natürlich im Kern jene dieser nicht gehemmten Aggression gegen den fernen Menschen in der großen Gesellschaft, gegen die Natur, gegen den Planeten letztlich. Es ist auch eine ganz andere Sache drinnen, nämlich das Problem des Verlustes der Konkurrenz, der Selektion. Stichwort die Verhausschweinung des Menschen.
Also nicht nur die moralische Verwahrlosung im Sinne der Mörderhaftigkeit des Menschen oder des nicht sorgsamen Umganges mit dem ihm anvertrauten Paradies, sondern einfach der Verlust seiner biologischen und damit auch seelischen Qualität. Wie ernst nehmen wir das und wo sind da die Regulative? Das ist ja doch sehr problematisch geworden, nicht? Weil ja die Parolen dieser Art eine lange Zeit hindurch unter ganz anderem Vorzeichen sehr böse missverstanden worden sind. Menschenzucht, Auswahl. Ja, vor allem sagt er, dass schon in der Kindererziehung das Problem ist, alles, was das Kind will, wird sofort erfüllt. Also die Gier wird sofort befriedigt und dadurch die vielen Genussstoffe, die ja eine wesentliche Rolle spielen bei uns, die Verausschweinung des Menschen, hat er ja das irgendwo auch mitgesteuert, diese Richtung. Wobei, Verwöhnung? Verwöhnung, und es wird sofort jeder Wunsch erfüllt in der heutigen Gesellschaft. Aber was mir so imponiert zu den bisherigen Fragen, dass Lorenz zum Beispiel im Abbau des Menschlichen ein noch so düsteres Bild zeichnet, am Ende ist er immer doch optimistisch. Es ist das Prinzip Hoffnung bei ihm da. Und das liegt nicht nur in seinem ungeheuer besonnenen und ungeheuer humanistischen Gemüt, sondern das ist auch rationell begründbar, aus seinen Lehren hinaus. Und einer seiner größten Bestätigungen für die Hoffnung war zum Beispiel die Umwertung bestehender Werte Hainburg, wo er ja der geistige Vater dieser Bewegung war und das Wort geprägt hat, die Naturschützer müssen Pathomisten sein, pathologische Optimisten. Wenn sie das nicht sind, hätten sie längst schon aufgeben müssen. Es ist klar, dass er das sagt, aber ist das nicht ein bisschen, dass er erschrickt vor der Ernsthaftigkeit seines glaubhaften Pessimismus? Nein, er begründet das. Meines Wissens war er bei Hainburg doch als Verhaltensforscher auch von Sorge geschüttelt, dass irgendjemand den ersten Stein wirft und das Pulverfass zum Explodieren bringt. Er hat immer wieder gepredigt, gewaltfrei zu bleiben. Und er hat eine sehr schöne ethologische Entsprechung zu dem Bibelwort, wenn dich einer auf die eine Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Er sagt, in Anlehnung an Wölfe, die die Kehle darbieten, wo der andere dann nicht zubeißen kann, sagt er, halt ihm auch die andere Backe hin, nicht damit er dich schlage, sondern dass er dich nicht schlage. Und dieses Prinzip von Mensch zu Mensch, denn da sind ja wirklich Polizisten, Studenten und Hausfrauen und Künstlern gegenübergestanden, hier war es ja kein entmenschter Konflikt, sondern noch ein Augenkontakt, wo es offenbar wirklich möglich war, dieses gelebte Prinzip Gewaltfreiheit zu einem vorübergehenden Erfolg umzumünzen. Die Frage, wie weit die Folgeregierungen daraus gelernt haben, ist noch offen. Es ist ja kein einziger der damals verantwortlichen Minister, die das Kraftwerk erzwingen wollten, mehr im Amt. Weder der Landwirtschafts- noch der Umwelt- noch der Energieminister. Robert, ich glaube, du hast ja mit deinem ganzen Buch dir selber, der du ja auch im Prinzip vorerst Pessimist bist, und dem Konrad Lorenz geholfen, den Optimismus ernst zu nehmen. Nicht? Ja. Wie geht es einem denn da? Das ist, wenn man sich selber so bemüht zu widerlegen trachtet. Wir sind dem Konrad Lorenz natürlich in vieler Hinsicht auch in unmittelbarer persönlicher dankbar. So gibt es etwas, was in Wien der Altenberger Kreis heißt und was der Konrad das Riedl-Oeser-Seminar nennt und das wir das Lorenz-Seminar nennen und das im Ausland der zweite Wiener Kreis heißt. Dieser Kreis um den Konrad Lorenz, der immer noch existiert, seit er nach Österreich zurückgekommen ist, hat uns viel gelehrt. Und wir Professoren sind die Eleven um den Meister herum und daher hat das Ganze einiges Niveau. Als Konrad vor etwa 5 Jahren, glaube ich, den Abbau des Menschlichen publizierte, haben wir begonnen nachzudenken, ob es nicht, wenn man die Gesetze des Abbaues kennt, möglich wäre, die Gesetze des Wiederaufbaus des Menschlichen zu schildern. Und ich habe, wie du weißt, vor einem halben Jahr ein Buch mit diesem Titel herausgegeben. Wir haben also viel gelernt von ihm und das reicht von der Ethologie über die evolutionäre Erkenntnistheorie eben bis in die Umweltproblematik, bis in die Einpassung des Menschen in diese unsere Welt. Und ich glaube, dass unser kleines Land Österreich hier schon Beträchtliches geleistet hat. Wir haben über Hainburg geredet, aber davor lag ja noch Zwentendorf.
Und, wo Lorenz sehr engagiert war. Und eben, zwar als Arzt und Evolutionsforscher sehr vor engagiert allem. War. Ja. Und ich erinnere daran, dass man damals über Österreich sehr gelacht hat, dass dieses ein fertiges Kernkraftwerk nicht eingeschaltet worden ist. Und man wird bemerken, ich weiß nicht, man wer hatte, gelacht hat. Ihr also im Ausland hat man im sehr Ausland gelacht, sehr viel Bewunderung getroffen. Und jetzt lacht man jedenfalls nicht viel weniger. Und so ähnlich ist es auch mit Heimburg, dass es gelungen ist, in Österreich ein Frankfurt, ein Brockdorf, ein ich weiß nicht was noch alles zu vermeiden und eine Situation zu schaffen, in der wirklich in Ruhe darüber nachgedacht werden kann, halte ich für eine ungeheure Leistung. Aber der wahre Erfolg muss erst erfochten werden, denn bis jetzt sind wir noch nicht sicher, war die Ökologiekommission eine Beschäftigungstherapie für aufmüpfige Gelehrte, nur keine Wellen, eine Beschwichtigungsmethode. Denn so viel ich weiß, stehen momentan die Regierungspläne wieder auf Vollausbau zu einer Kanaltreppe bis in die GSSR. Und zwar deshalb, weil hier verschiedene Wertsysteme aufeinandertreffen. Man kann, wenn man aus in einer Welt von Verhandlungstischen, Banken und Limousinen lebt, jene Ehrfurcht vor den letzten Resten der Wildnis einfach nicht nachvollziehen, nicht verstehen, die Lorenz tatsächlich versteht. Denn seine Religiosität, er bezeichnet sich ja als einer, der nicht an einen persönlichen Gott glaubt, aber seine Religiosität ist die Verehrung vor der Evolution, vor diesem Jahrmillionenerbe von Erfahrungsakkumulation. Und er sagt, wenn man der Meinung ist, dass das Schöpfungsprinzip, das selbst uns Menschen hervorgebracht hat, die Evolution sei, dann ist sie um nichts weniger verehrungswürdig. Und diese Ehrfurcht vor einer Wildnis, vor 5000 Tierarten, von denen jede ihr Evolutionserbe in sich trägt, die ist eigentlich seine Schöpfungsethik. Ich möchte ganz bei der Politik bleiben, die Sie jetzt angeschnitten haben, nur doch zurück zur großen Lorenz-Theorie. Es muss ja einen Grund haben, dass er sein jüngst erschienenes Buch im Vorwort mit einem ganz spezifischen, mit einer Aussage ausstattet, mit einem Zitat. Es passt dazu, nämlich die Frage, warum wählen wir Politiker oder haben wir Politiker, die diese wesentlichen Aspekte nicht erkennen oder nicht erkennen wollen oder können. Und Konrad Lorenz zitiert eben als etwas ganz Wichtiges, Heinroth, der gesagt hat, nächst den Armschwingen des männlichen Argusfasans, ich glaube, er hätte auch das Hirschgeweih nennen können oder die Säbelzähne des Säbelzahntigers, ist das Arbeitstempo des zivilisierten Menschen das dümmste Produkt intraspezifischer Selektion. Sollte man doch erklären, was das ist und was hier kritisch gemeint ist. Ja, das sollte man vielleicht auch so deuten, dass der Regierende heute in einem derartigen Stress und in einem derartigen Spannungsfeld entfesselter Gruppenegoismen steht, dass er zum Nachdenken in dem Sinn gar nicht mehr kommt. Er meint in der Tat, dass alle ethnischen Gruppen, die nun einzelne Wirtschaftsinteressen vertreten, unter einem starken Leistungsdruck stehen, bei denen jene, die nicht mitmachen können oder nicht mitmachen aus irgendeinem Grund, unter die Räder kommen. Es ist ja in der Tat so, dass diese Maximierungsstrategie, diese schreckliche, die ja auch ein Teil unseres Erbes ist, denn auch wir, auch ein Lebewesen, schonen Natur nicht, wenn Lemminge günstige Weidebedingungen vorfinden, dann setzen sie das in Biomasse um, wenn nicht Raubtiere sie in Zaum halten. Und dann kommt es zu einer Auswanderung, zu einem Über. Der Lebensstrom, in diesem Fall vertreten durch die Lemminge, schwillt an, tritt über die Ufer. Populationszusammenbrüche machen ja auch nichts. Nicht? Nur, es gibt ja kein Interesse der Natur in diesem Sinne. Es sind so viele Arten ausgestorben. Nur wir machen uns Gedanken über unsere Zukunft zurecht, denn wir haben eine einmalige Chance, über Vernunft solche Zusammenbrüche und eventuell auch den eigenen Untergang zu vermeiden. Aber
hätten wir noch Feinde außer dem AIDS-Virus, nicht? Und etlichen solchen Feinden. Hätten wir noch Feinde, würden wir uns anders verhalten. Dann würden wir anders selegieren, als eben auf diese Weise. Na, wir sind eine sehr erfolgreiche Art und unsere Mitmenschen sind die stärksten Konkurrenten. Und wir schaukeln uns gegenseitig in diesem Leistungswettbewerb auf. Das ist der Sinn. Es haben sich verschiedene Tierarten in Nischen begeben, in denen sie innerartliche Selektion betreiben können. Ja. Ein Hirschgeweih ist doch an sich ein Blödsinn, dass ein Hirsch an sich umbringen soll. Das sollte man glauben. Hirschgeweih ist das falsche Beispiel. Ich muss auch eine Ehrenrettung des Argusfasans da ein bisschen sagen, denn jeder zitiert den Argusfasan und wahrscheinlich wissen die wenigsten, was damit gemeint ist. Der Argusfasan ist innerhalb der Fasane ein Vogel, der halt seitlich lange Federn hat, die offenbar nach der Kenntnis des Oskar Heinroth, des großen Fahrtenforschers damals, sinnlos sind. Aber wer kann schon definieren, was nur sinnlos ist? Nur sinnvoll in der Partner. Es hindert ihn in der Lokomotion und so weiter. Aber immerhin hat der Argusfasan bis heute überlebt und lebt länger auf dieser Welt als der Homo sapiens mit allen seinen Vorfahren zusammen. Also es ist schon ein bisschen differenzierter zu betrachten. Ich würde also eher die Ehrenrettung des Argusfasans betonen und den zweiten Teil dieses Satzes hervorheben, dass diese Arbeitshast ja völlig unsinnig ist. Die Folge ist, dass der Mensch mit sich selber allein ist. Insofern selegiert er eigentlich in die falsche Richtung. Das ist der Kern des Satzes. Ja, dass innerartliche Selektion sehr gefährlich werden kann. Was dazu geführt hat, dass offenbar alle sozialen, aggressiven und waffentragenden Arten ihre innerartlichen Auseinandersetzungen ritualisieren. Das war offenbar die große Lösung. Aber nur innerhalb der Gruppe. Nur innerhalb der Menschen Gruppe. Hast du ja schon sehr früh angelegt, beim sechsmonatigen alten Kind hast du schon das In- und Out-Gruppen-Denken gewisser und Handeln angelegt. Das kleine Kind, der Säugling, zeigt Fremdenscheu. Geht also von der Hypothese aus, dass Fremde potenziell gefährlich sind. Auch wenn es nie Böses von Fremden erfuhr, weil wir Kleingruppenwesen sind und geschlossene Verbände bilden. Wir steuern. Und wir schalten ja die Tötungshemmungen nicht nur durch Distanzwaffen auf, sondern wir schalten sie auch ab, indem wir uns indoktrinieren, indem wir den Mitmenschen der anderen Gruppe eben nicht als Menschen bezeichnen. Bereits die Yanomami-Indianer, die sprechen von ihren Nachbarn nur so, als wären es Beutetiere. Und kein Wildtier hat Überflüssiges, nur Haustiere. Ja. Und das sind unsere Produkte. Ich wollte aber nicht ins Negative steuern, sondern nur diesen Bogen zurückfinden, der uns ja dem Schluss unseres Gesprächs zuführen soll. Warum trotzdem, wenn ich es bitte ganz kurz erbitten darf, warum trotzdem dieses Prinzip Hoffnung, dass wir mit dieser schweren Belastung, mit diesem schweren Problem, dass wir mit uns allein sind auf diesem Planeten, dass wir trotzdem fertig werden? Ich glaube, aus Einsicht die Zusammenhänge. Also ich hätte da eher anzubieten die Verdrängung. Wir sind das einzige Wesen, das um die Unabwendbarkeit seines individuellen Todes weiß und es lebt eigentlich doch ganz vergnügt. Das heißt, die Verdrängung des Wissens und das eigene Ende ist eine Conditio humana. Und ein Wesen, das seinen eigenen individuellen Tod so wunderbar verdrängen kann, das kann auch ganz andere Dinge verdrängen. Das Waldsterben, den ökologischen Holocaust. Das ist kein positives Argument und das hätte ich gebeten. Oder haben Sie keine Hoffnung? Ich will nur keine trügerische Hoffnung. Ich meine, ich arbeite 14 Stunden am Tag hoffnungsvoll an der Rettung von Wirkgefügen und Landschaften. Aber die trügerische Hoffnung hilft uns nicht weiter, nämlich die Verdrängung. Und zur Verdrängung fällt mir auch ein, dass Menschen das, was sie nicht wirklich erlebt haben, was nicht auf sie wirkt, einfach nicht wirklich betroffenermaßen schützen. Es hat einen Umweltminister gegeben, der ist mit uns in die Augen gefahren. Und hat für den haben wir jetzt leider keine Zeit mehr. Ja. Also einfacher sagen, man würde ja verzweifeln an dieser ungeheuren kollektiven Dummheit, die die Gegenwart beherrscht. Aber man hat dann wieder Hoffnung, wenn es Leute gibt wie Konrad Lorenz, die eine solche Ausstrahlung haben, und es hat, ich glaube, bisher noch kein zweiter Nobelpreisträger geschafft, so populär zu sein, mit einem so ungeheuren multiplikativen Effekt zu wirken, seiner Bücher, seiner Lehren, vom höchsten wissenschaftlich-philosophischen Niveau bis zur... Also er ist selbst sein stärkstes positives Argument. Ja, und ich würde auch sagen, dass das Publikum, das seine Bücher liest, ja auch ein sehr positives Zeichen ist. Lorenz ist ja nicht allein, es gibt so viele unter unseren Zuschauern und Hörern,
die echt engagiert sind, so zu tun, als wären nur wir, die, die uns Gedanken machen. Wir haben Gott sei Dank eine gute Gefolgschaft. Das ist eine Leserschaft, das ist das zweite Argument. Der Mensch ist an und für sich auch bereit zu lernen. Es ist nicht so, dass er diese Dinge nicht sieht. Das glaube ich auch. Was war in der Nussschale, das Argument deines Buches? Ich glaube, dass letzten Endes das Gute im Menschen steckt. Und wenn man ihm behilflich ist, ihm eine entsprechende Einsicht, eine entsprechende Bildung zu geben, eine Bildung, die bis zur Herzensbildung reicht, das alles freimacht, was in einem Menschen drinnen steckt, dann haben wir große Hoffnungen. Und selbst überall dort, wo die großen politischen Fraktionen viel zu langsam sind, wird die bürgerliche Unruhe einer gebildeten Bevölkerung dahinter sein, nach den rechten Dingen zu sehen. Naja, jetzt würde passen, dass wir noch Konrad Lorenz selbst zu Wort kommen lassen. Vor 5 Jahren, anlässlich seines 80. Geburtstages, lag es auf der Hand, ihm eine ähnliche Abschlussfrage zu stellen. Und ich glaube, es passt, dass wir ihm jetzt sagen lassen, was er damals am Schluss des Gespräches auf eine ähnliche Fragestellung gesagt hat. Ich glaube zum Beispiel, wenn Sie die 8 Dutzenden lesen, da sehen Sie noch, dass ich einen Ton anschlage, wie der Prediger in der Wüste, der heute dumm hochmütig erscheint, weil es heute so viele Leute gibt, die dasselbe verstehen schon. Und ich behaupte ja, ich bin durchaus Optimist, sonst würde ich nicht die ganze Zeit mit dem Mund fusselig reden. Es ist ganz sicher, dass die, wie in 1000 Büchern immer wieder, die exponentielle Kurve, der Energieverbrauch des Geschwind-Schnellfahrens, des überhaupt Konsumgüterverbrauchs, der Populationszunahme und so weiter, immer wieder lauter exponentielle Kurven gezeichnet werden, voll Pessimismus. Und dem ist entgegenzuhalten, dass ohne allen Zweifel die Erkenntnisse der Gefahren ebenso schnell mit Zinseszinsen wachsen wie die Gefahren selbst und vor allem die Zahl der Menschen, die es verstehen, ebenso mit Zinseszinsen wächst. Und die Konsequenz könnte im Sinne der Evolutionstheorie eine Fulguration, eine blitzschlagartige Erhellung des kollektiven Bewusstseins sein. Das wäre, die Hoffnung besteht, dass eine Fulguration, eine blitzschlagartige, kugelblitzartige, das ist ein schönes Beispiel von Gleichnis von Ihnen, eine kugelblitzartige Erhellung eintritt des kollektiven Menschheitsbewusstseins, die rückwirkt auf das Wollen der Menschheit. Und es ist nur zu hoffen, dass dieser Punkt, diese Fulguration, zu einem Zeitpunkt eintritt, in dem der Punkt jenseits möglicher Rückkehr nicht überschritten ist. Also Sie sehen die Menschheit nicht zum Tod verurteilt? Keineswegs. Ganz und gar nicht. Aber Ihr Überleben auch keineswegs gesichert? Keineswegs gesichert. Aber wissen Sie, das Beruhigende ist, dass die Menschheit von Anfang an die riskierte Konstruktion des Atemwandels ist. Arnold Gehlen sagt das. Von der Erfindung des ersten Faustkeils an, wo das Umbringen um so viel leichter gemacht wird, bis zur Erfindung der Atombombe und darüber hinaus, balanciert die Menschheit zwischen Abgrund und Paradies auf einem Rasiermesserschneide. Und diese Schneide ist leider etwas schärfer geworden, aber die Chancen von großartigen Überleben und totalem vernichtet werden, sind ungefähr die gleichen wie zur Zeit der Erfindung des ersten Faustkeiles.